Also herzlich willkommen, Artikel von Juri Paschalok, die Entwicklungen des Dritten Reiches für die Vierte Republik. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte der französische Panzerbau etwas nachgelassen. Es musste also eingeholt werden und stützte sich dabei auf die Entwicklungen der deutschen Panzerentwicklerkollegen. Ihre Errungenschaften und Entwicklungen hatte sich in vielerlei Hinsicht auf den französischen Panzerbau ausgewirkt. Speziell jetzt auf den französischen Panzer IMX M4, der praktisch der Vorgänger des IMX 50 wurde. Es kam zwar nie zu einem Serienbau dieser Maschine, doch diese hatte ihre Spur in der Weltpanzerentwicklung hinterlassen. So begann die Geschichte von diesem Panzer. Ungeachtet der Besatzung durch die Deutschen, die in zwei Etappen durchgelaufen ist, Sommer 1940 und Herbst 1942, hat die französische Panzerentwicklungsschule nicht ihre Aktivität eingestellt, nicht mal für eine Minute. Sogar in Bedingungen der Besatzung und in der höchsten Geheimhaltung gingen die Arbeiten der Projektierung neuer Elemente der Panzertechnik oder tiefer Modernisierung der bestehenden Panzertechnik. Die größten Fortschritte hatte man bei den Ateliers de Construction de Rueil gesehen, kurz ARL, aus Rueil-Malmaison, das westlich von Paris liegt. Aus einer ganzen Reihe der Projekte der Vorkriegsperiode waren auch solche Projekte des ehemaligen Panzerbauers, der Artilleriegiganten APX, waren solche Maschinen dabei wie SARL 42, also Sommer ARL 42. Diese wurde 1942 entwickelt und im November 1944 hatte ARL die Projektierung eines schweren Panzers angefangen, in dem maximal die Erfahrung der Arbeiten zum SARL 42 eingesetzt und verwendet wurden und dem mittleren Panzer B1 Ter. Ebenfalls in der Entwicklung des Panzers wurde maximal die Erfahrung und Erforschung der deutschen erbeuteten Panzertechnik benutzt, insbesondere des schweren Panzers Tiger, Ausführung B. In 1946 ging der erste Prototyp bereits in Test, ARL 44. Doch die französischen Militärs haben verstanden, dass die zu projektierende Maschine nichts anderes als eine temporäre Lösung ist, die während der Jahre des Zweiten Weltkrieges sich rasch entwickelte Technologie machte die Entwicklung des ARL bereits veraltet, als dieser noch in der Projektierung war. Es reicht schon, wenn man sagt, dass das Fahrwerk des Panzers, wie auch große Teile der Konstruktion von seiner Wanne, auf die Entwicklungen der 30er oder sogar mittleren 20er Jahren zurückgingen. Nicht die Panzerung des Frontteiles, 120 mm, nicht mal der Motor HL-230, konnten dieses Zurückbleiben irgendwie bemerkbar helfen aufzuholen. Man hatte also die Entwicklung der Panzer nicht eingestellt, da war man vernünftig. Man hatte recht dabei, wie die Zeit zeigte, aber bereits am 31. Juli 1945 startete eine Ausschreibung zur Entwicklung des neuen 50-Tonnen-Panzers. Das sollte ein mittlerer Panzer werden. ARL hatte daran nicht teilgenommen, da die ARL 44 Entwicklungsarbeiten bereits voll im Gange waren. Entsprechenden Archivdaten haben sich folgende Firmen da eingeschrieben in diese Ausschreibung. Forges et Chantiers de la Méditerranée, also FCM. Atelier de Construction de Sillemer Molinon, also IMX, dann Lorraine, Saumois und Renault. Der letzte Kandidat eher seltsam, besonders mit dem Hintergrund, dass der IMX eigentlich nichts anderes ist wie nationalisierte 1936 Herstellung von Renault. Nationalisiert heißt, es wurde vom Staat von der Firma zwangs gekauft oder enteignet wurde Renault. Doch es gibt keine weiteren Informationen, außer dass Renault an dieser Ausschreibung teilgenommen hatte. Es gibt nicht mal irgendwelche Projektarbeiten. Die anderen Teilnehmer kann man sagen, dass FCM überhaupt kein Glück hatte und ihr 50-Tonnen-Panzer blieb nur auf Papier. Lorraine und Sommer haben nach mehr als 5 Jahren Entwicklungszeit ihre Arbeiten bis zu einem Prototypen geschafft. Lorraine 40T und Sommer SM entsprechend. Und erst bei Lorraine schaffte man sogar mehrere Selbstfallerfäden zu bauen. Doch am meisten Glück hatte IMX. Diese Firma stammt aus der Vorstadt von Paris und arbeitete an einem 50-Tonnen-Panzer fast 15 Jahre lang. Das Projekt wurde vielfach modifiziert und auf seiner Basis hatte man Selbstfallerfäden projektiert und gebaut. Doch IMX 50 ging auch nicht in Serie, doch diese Maschine hinterließ eine bemerkbare Spur in der Geschichte des Weltpanzerbaus. Auf dem Bild, das ist ein Entwurf des Char IMX 45, Zeichnungsnummer 0-10330 vom 1. August 1945
Entsprechend des Datums haben die Projektarbeiten zum Panzer früher begonnen, als man die Ausschreibung öffentlich machte zum Nachfolger des RL 44. Die Ausgangsdaten des Panzers, der von IMX projektiert wurde, haben die technischen Vorgaben der Ausschreibung zum RL 44 in vielem nachgemacht, hatten also dieselben. Die Maschine hatte anfänglich einen Index von Char IMX 45 und ging auch in den Dokumenten als NOM 141, also Projekt 141, sollte eine Frontpanzerung der Wanne von 120 mm haben. Untere Panzerplatte sollte 50 mm haben, die Seiten 50 bis 60 mm. Die Turmfront sollte bis zu 110 mm dick sein und die Seiten 30. Ähnlich ARL 44 sollte der Turm gegossen werden und von dem Konzern DEFA, Direction d'études et fabrication d'armement, wurde später umformiert zu GIAT. Ab 1989 nächster. Man sollte also eine 90 mm Kanone der Firma Schneider einbauen mit der Länge 65 Kalibern. Mit der Kanone sollte ein 7,5 mm MG Mark Mallet 1931 verbaut werden. Noch ein MG sollte in der Kugelblende in der Wanne eingebaut werden. Angetrieben werden sollte dieser 47 Tonnen Panzer mit der Hilfe eines deutschen Motors Maybach HL 230. Deutsch war nicht nur der Motor an dem Panzer. Äußerlich erinnerte der Panzer sehr stark an Tiger II. Von der Idee der Anordnung des Schaltgetriebes in der Front haben aber die Franzosen Abstand gewonnen und haben also das Getriebe und Antriebsräder im Heck von Anfang an projektiert. Auf dem Bild haben wir ein Projekt des Einbaus des Schweizer Triebwerkes Saurer MP65 in den Panzer Char IMX 45 vom 28. August 1945. Der Motor war eigentlich auch nur im Entwicklungsstadium wie der Panzer selbst auch. Die erste Eskizearbeit des IMX 45 datierte Anfang August 1945, wurde das Projekt bereits ernsthaft überarbeitet. Technische Daten wurden nochmal korrigiert und das führte dazu, dass die Anfangsmasse nochmal zusätzliche 3 Tonnen gewonnen hat. Also erreichte die Kampfmasse bereits 50 Tonnen. Außerdem war Maybach HL 230 für die Militärs nicht zufriedenstellend, da die Leistungsstärke von 700 PS für eine so schwere Maschine nicht ausreichend schien. Ein hohes Leistungsgewichtsverhältnis sollte zu diesem Moment bereits schon viel wichtiger werden als vor dem Krieg. Die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zeigte, dass man eben mobile Maschinen braucht. Es ist unbekannt, woher die Idee kam, aber bereits auf der Zeichnung 01041 vom 28. August 1945 wurde als Antrieb bereits der Motor Saurer MP65 mit einer vorgegebenen Leistung von 1000 PS verwendet. Noch ein wichtiger Moment war, dass der Index IMX 45 aus dem Umgang verschwand und stattdessen auf den Zeichnungen eine andere Bezeichnung drauf stand, nämlich Chat Moyenne 50T M4, also mittlerer 50 Tonnen Panzer M4 oder einfach Char M4. Index IMX M4 wurde aber noch verwendet in der Bezeichnung der Maschine für weitere 5 Jahre. In dieser Zeit durchlief das Projekt eine Reihe weiterer Metamorphosen und wurde fast komplett verändert. Im Bild haben wir den Turm IMX M4. Wenn man praktisch sieht, die äußeren Umrisse, die stammen vom Tiger II Turm. Und das sagt uns, dass die Ingenieure von DEFA eben hier eindeutige als Quelle genutzt haben, den Tiger II Turm. Durchmesser des Turmkranzes aber für den französischen Turm war viel größer. Das ist damit verbunden, dass man bessere Arbeitsbedingungen für die Mannschaft haben wollte. So, der Schweizer Motor wurde auch nicht sehr lange als ein Antrieb für den M4 angesehen. Faktisch existierte dieser Motor nicht in Metall. Der Antrieb ist ein nicht weniger wichtiges Detail für einen Panzer als zum Beispiel seine Bewaffnung. Wundert also nicht, dass anstatt des Schweizer Motors schon wieder sehr bald ein deutscher Motor reinkam in das Projekt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Maybach und da so eine Art Decke gehalten, eine Decke der Franzosen. Für eine ziemlich lange Zeit lief also eine beidseitige Kooperation, günstige für beide Seiten. Ja klar, Maybach gewann natürlich dadurch Aufträge. Außerdem sind eine Reihe deutscher Ingenieure, Panzerentwickler, einschließlich Porsche, ob weder willen oder nicht, das wissen wir heute nicht, in den französischen Panzerbau involviert worden. Und wenn ARL 44 praktisch ein Panzer war, bei dem bereits frühere Entwicklungen einflossen,
So wurde IMX M4 eine Art Behältnis für die deutsche Technologien des Ende des Zweiten Weltkrieges. Aus einer bestimmten Sicht war auch ein Teil der E50 und E75 in diesem Panzer enthalten, über die die Liebhaber der alternativen Geschichte so gerne diskutieren. Wir sollten daran erinnern, dass ausgerechnet beim E50 das Getriebe im Heck angeordnet werden sollte. Außerdem der Motor Maybach HL234, der beim E50 und E75 verwendet hätte werden sollen, es praktisch in der Basis des Antriebs von IMX M4 schaffte. Der neue Motor HL295, dessen erste Zeichnungen mit September 1945 datiert werden, stellte nichts anderes als einen vergrößerten HL234 dar. Der Index, der traditionell für die Motoren von Maybach ist, bedeutete 29,5 Liter Hubraum. Die Leistung des HL295 betrug 1000 PS bei 2800 Umdrehungen pro Minute. Und das ist kein Projektmotor. Diesen gab es in Metall. Außerdem sind die Motoren von Maybach auch bei der Lorraine 40T und Somoa SM verwendet worden. Was den IMX M4 betrifft, wurde bei diesem zum ersten Mal HL295 im November 1945 verwendet. So auf dem Bild. Der Zustand des Projektes IMX M4 November 1945. Es sind Veränderungen an der Wanne sichtbar. Außerdem wurde der Motor HL295 von Maybach verwendet. Zu diesem Moment hatte IMX M4 weitere Veränderungen erfahren. Der Turm blieb ohne Modifikationen, aber die Wanne und sein Inhalt veränderten sich bedeutend. Die Dicke der Front wurde auf 90 mm reduziert und der Seiten auf 40 mm. Doch dabei veränderte man die Neigung der oberen Panzerplatte von 42 auf 55 Grad. Insgesamt erinnerte diese Wanne noch mehr an Tiger II. Dabei wurde aber der Turm noch etwas weiter nach vorne versetzt. Das schaffte aber eine Masse Probleme bei der Projektierung der Ausstiegslücken für den Fahrer und den Funker. Die Luken verkleinert werden und sollten weiter auseinander versetzt werden in die Ecken des Wannendaches. Außerdem bekam der Fahrer eine Sichtluke in der Frontplatte nach dem Typ von Panzerkampfwagen Panther Ausführung D und Ausführung A. Das Äußere des IMX M4 veränderte sich nochmal im Winter 45-46. Eine der Veränderungen wurde die Umgestaltung der Anordnung der Mannschaft im Turm. Anfänglich war die Kommandantenkuppel, in der ein ähnliches Detail wie bei dem Vorkriegspanzer IMX Trakteur C war, befand sich rechts, wenn man in Fahrtrichtung guckt. Im Dezember wurde dieses versetzt, ähnlich der Kommandantenkuppel Tiger II nach links. Gleichzeitig hatte die Konstruktion stark an die Konstruktion des deutschen Panzers erinnert. Im Bild haben wir das Projekt IMX M4 mit einem veränderten Fahrwerk mit den Doppelrollenwegen und Blattfedern. Dezember 1945. Die Vereinfachung war in der Tat keine Vereinfachung, wenn man sich vor allem die Befestigung der Wegen anschaut und auch die Schottungen. Sehr viel interessanter bestand die Sache mit dem Fahrwerk. An einem hellen Dezembertag, einer der Ingenieure hatte die Idee, dass die Drehstäbe zu kompliziert sind und haben auch nichts Französisches an sich. Echte französische Panzer sollten also so ein Wagenaufhängungssystem benutzen. Und diese wurde Ende Dezember 1945 auch gezeigt von den Ingenieuren der IMX als eine Art Alternative für diese ausländischen Drehstäbe. Was noch interessanter ist, gab es zwei Varianten von dieser Wagenaufhängung. Die erste Variante der Wagenaufhängung stellte eine tiefe Umgestaltung der Konstruktion des Ingenieurs Surin, der auf den Panzern der tschechischen Konstruktion CKD benutzt wurde. Der Surin benutzte in seiner Konstruktion Fahrrollen mit einem großen Durchmesser. Hier wurden aber die Fahrrollen verkleinert, als in der Variante mit der Drehstabfederung. Andere Elemente wurden auch benutzt und unter der Rücksicht der hohen Masse des Panzers fiel also die Entscheidung leicht, dass man hier eine mutige neue Lösung benutzt. Und mit den Wagen kam aber ein Krampf raus. Pro Seite hatte man quasi 7 Fahrrollen. Das heißt, also die erste Fahrrolle war quasi ohne Paar und hatte eine individuelle Aufhängung. In die Konstruktion musste man nochmal Stützrollen einfügen, je Seite 4 Stück. Auch das Spannrad änderte sich und der Spannmechanismus erinnerte an den guten alten Char B Panzer. Also im Bild haben wir eben die zweite Variante, die zwar besser aussah und war trotzdem schlechter als Drehstäbe. Es ging aber nicht über Papierstadium hinaus.
So, ebenfalls genauso eine Spannrolle wurde auch bei der zweiten Variante des Wagenfahrwerkes benutzt. In dieser Version hatte man die Anzahl der Stützrollen vergrößert bis auf 5 Stück. Dabei waren die erste und die fünfte Stützrolle kleiner als die anderen. Die Anzahl der Fahrrollen vergrößerte sich auf 8, so dass man praktisch alle Rollen mit einem Paar hatte. Diesmal hatten die Ingenieure, die auch in den 30er Jahren bereits schon Panzer entwickelten, keine komplexere Wege eingeschlagen und haben ein bewährtes System genommen, die bereits auf dem Renault R35 benutzt wurde und auch in einer Reihe anderer leichter Panzer. Anstatt von aus Gummi angefertigten Elementen haben also die Entwickler gepaarte Federn benutzt. Eine solche Konstruktion war etwas fortschrittlicher als Rissuren. So, im Bild haben wir die finale Variante MXM4, 27. Dezember 1945. Wenn die Maschine in Metall gebaut worden wäre, würde sie so aussehen. So, beide Varianten des Wagenfahrwerkes wurden abgelehnt. Natürlich gibt es Schwierigkeiten mit den Drehstäben und die Aufhängung des Konstrukteurs Ernst Kniepkamp hatte auch seine Nachteile. Doch im Vergleich zu dem, was die Ingenieure von AMX zusammengebracht haben, war das die Spitze der Entwicklung. Ganz davon zu schweigen, dass das Wagenfahrwerk nicht ganz zu einem so schweren Panzer passte, war diese auch noch viel komplexer. Und wie viele unanständige Wörter hätten die französischen Panzersoldaten an die Ingenieure gewidmet, wäre dieser MXM4 mit einem solchen System in Serie gegangen, ist schwierig vorzustellen. Kurz gesagt, mit der Alternative ist es nichts geworden. Im Bild haben wir ein Schema der Anordnung des Munitionsvorrats im MXM4. Die Franzosen hätten sich damit eher lieber abfinden sollen. Es sah ziemlich modern aus damals, für damalige Zeit. So, auf diese Weise, zu Beginn 1946 wurde also das Aussehen des Char M4 endgültig formiert. Es stellte sich als eine sehr interessante Kampfmaschine aus, von ihren Daten sehr nah zu dem in 1948 erschienenen Centurion Mark III. Der Panzer, der offiziell als mittlerer Panzer genannt wurde, hatte eine Gefechtsmasse von 50,8 Tonnen. Dabei war er besser als der französische Projektpanzer nur in der Dicke der Frontpanzerung des Turmes und der Seite. Leistungsgewichtsverhältnis des Centurion war schlechter als beim Franzosen und die Wanne war auch länger als beim MXM4, um mehr als einen halben Meter. Kanonen der beiden Panzer hatten ähnliche Daten. Ähnliche Daten hatte auch der amerikanische M46 Patton. Bei einem Gewicht von 44 Tonnen hatte er 810 PS Motor, was ihn ähnlich beweglich machte wie den Franzosen. In der Panzerung waren die mit dem MXM4 ungefähr gleich, bis auf die Seitenpanzerung. Dabei war der amerikanische Panzer aber höher als seine Gleichklässler und die Wanne war ebenfalls höher als die des Franzosen. Wie man aus diesem Vergleich merken kann, war das Kind von Atelier de Construction de Sillé-Molineau aus der Reihe der Gleichklässler. Nicht besonders herausragend, sondern eher ein Panzer, der völlig den damaligen Standards der Panzer der mittleren Klasse entsprochen hatte. Bereits ein Jahr später wurde das Projekt M4 wieder komplett umgestaltet, aber darüber gibt es einen anderen Artikel. So, im Bild haben wir noch das Panzerungsschema vom MXM4. Die schwache Panzerung der Seiten war kein Fehler, sondern das Ergebnis der Erforschung, der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Denn in der Regel war die Hauptmasse der Treffer eben frontal bei allen Panzern. Außerdem kann man sagen, dass ähnliche Dicke der Panzerung, der Frontpartie und einen ähnlichen Neigungswinkel hatte auch der IS-2 Panzer, der eine begradigte Frontplatte hatte. So, als Quellen sind hier genannt Centre des Archives des Armements et du Personnel Civil, also CAAPC, also sprich französischer Archiv. Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wenn ihr noch mehr interessantes Geschichtsmaterial möchtet, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Das kostet nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, eine Spende oder einen Kauf von Sachen im Wassershop. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank und tschüss.